Hallo, hier ist er wieder, der Senior Gamer. Wir haben eine neue Aktion oder ein neues Ereignis. Mann in Strumpfhosen. Ein Adliger war auf der Durchreise durch dein Dorf. Er hat vor deinen Augen eine Geldbörse verloren. Was wirst du tun? Gib es dem Adligen zurück. Minus 5 Stimmung. Verwende es für dich selbst. Plus 100 Münzen, minus 15% Stimmung. Das wäre die dritte Auswahl. Und die zweite ist, gib es dem Volk. Plus 10% Stimmung. Also die Entscheidung fällt uns ja eigentlich ja leicht. Wir geben es dem Volk, was die Stimmung erhöht. Und gute Stimmung im Dorf ist auch gut für uns. So, und jetzt offiziell herzlich willkommen zu einem neuen Tag hier im Dorf am See. Heute, es ist wieder Frühling und wir müssen in dieser Saison dem Unigos sein Kneipengeld bringen. Und es ist natürlich ein herrlicher Regen. Wir müssen unsere Felder organisieren. Habe ich eigentlich gesagt, das wollte ich den letzten Wintertag machen, aber wie es so oft ist, vergessen. So. Wir schauen uns erstmal unsere Felder an. Hier ist, das ist gedüngt. Und hier sind Möhren drauf. Und dieses Feld ist ungepflügt, also ungedüngt und noch nichts drauf. Hier soll ja unser Flachs drauf. 60 mal Flachs. Also gehen wir mal in unser Management. Unsere Felder, hier haben wir es. Das Feld 3. Halt, falsch. F. Rücksetzen nicht. Wir wollen hier eine Saat festlegen. Pflanzenart ändern. Mit C. Gut. Und hier machen wir 60 mal Lachs. F. Das so funktioniert. Ich mache das nämlich in dieser Version das erste Mal mit den Feldern. Oh ja, gut. Und jetzt wieder Escape und akzeptieren. Alles klar. Und auf den Feld 2 möchte ich gern den Hafer und den Roggen und den Kohl und das eine Mal Mohn wegmachen. So, jetzt wählen wir mal das Feld aus. Und hier, jetzt können wir also mit D zurücksetzen. Jetzt gehen wir wieder auf F und jetzt können wir das zurücksetzen, denke ich mir. Oh ja. Bis auf die Möhren, die werden ja bald geerntet. Und machen wir alles weg. Und das werden wir, wenn die Möhren geerntet sind, werden wir das Feld neu belegen. So, das ist perfekt. Mehr wollten wir eigentlich jetzt nicht machen. Dünger haben wir genug. Flachs-Leinensamen haben wir auch. Also raus aus dem Feld und als nächstes habe ich ja im Plan ein Grabungsschuppen zu bauen. Und den gucken wir gleich mal, was wir dafür brauchen. Bauen. Das ist Gewinnung. So, wir brauchen 8 mal Rundholz für das Phantomgerüst. Also schnappen wir uns jetzt das Rundholz. Wir räumen aber erstmal hier unseren Weg auf.
Das sieht ja mies aus. Und an einem der nächsten Tage werden wir nach Gostovia gehen. Ist ja nicht vorgeschrieben, dass wir den Unigost sofort die Steuern bringen müssen. Steine, Stöcke. Das könnten die Entwickler eigentlich auch noch machen. Dass, wenn man einen Weg angelegt hat, das ist gut, dass da Stöcke drauf fallen können, das ist normal. Aber nicht, dass da jetzt hier teilweise auch Pilze wachsen oder die Steine wieder spawnen. Das könnte man ausschalten, denke ich mir. Denn es sieht doch viel schöner aus, wenn die Wege schön gefegt sind, aufgeräumt sind. Ach, so geht's. So lassen wir das jetzt. Gut. Ich habe ja zu Beginn des Spieles, oder ehe ich mich entschlossen habe, hier im Dorf eine Siedlung zu errichten, schon mal um den See herum alles abgeklappert. Also da finden wir kein Tonvorkommen. Aber auf der anderen Seite, wo die Scheune ist, ungefähr 100 Meter hin oder 150 Meter hin, dort ist ein Tonvorkommen. Und da werden wir unsere Grabungsschippen bauen. Jetzt räumen wir erstmal die Steine raus, die wir gerade gesammelt haben. Stecke raus. Haben wir noch was drin, was wir nicht unbedingt brauchen? Den Hammer werden wir brauchen, eine Schaufel werden wir brauchen. Die Bronzeaxt brauchen wir, die Tasche brauchen wir. Aber ich glaube, wir müssen auch 4 einfache Taschen. Ich weiß nicht, ob die reichen für unsere. Was hat denn überhaupt so eine Ledertasche für eine Haltbarkeit? Anklicken. Von 30. Die brauchen für den Dünger und für den Leinsamen. Wir werden noch Taschen brauchen. Wir machen mal noch ein paar Taschen. Denn ich habe mal so bei Steam gelesen, dass pro Feldsegment, das würde ein Wert Haltbarkeit verlieren. Also wenn das richtig ist, würde das heißen, wir brauchen, um das 60er Feld zu düngen, 2 Taschen. Und dann nochmal 2 Taschen, um den Samen auszubringen. Also da würden unsere 4 Taschen gerade mal so reichen. Wie viel Leder haben wir denn noch? 10. Können wir auf alle Fälle mal noch 3 Taschen machen. Das werden wir jetzt auch machen. F, wir nehmen jetzt 9-mal Leder. Und machen, stellen uns in die Ecke und machen mal noch 3 Taschen. Ja. Sicher ist sicher. Haben wir uns bei Wiener schon gesagt, dass die Leinenfäden machen soll. Das weiß ich jetzt auch nicht. Also hier, die hier kommen rüber. Und die eine, die kommt auch noch rüber. So, jetzt gucken wir noch mal in unsere Nähstube. Produktion, Näherei. Mal gucken, was er produziert. Leinenfäden macht er zu 100% jetzt. Alles klar. Gut, jetzt schnappen wir uns ein paar Rundhölzer. Rundhölzer werden wir brauchen und auf alle Fälle Stroh werden wir brauchen. Das können wir ja schon mal mitnehmen. Und ich glaube, aus Erfahrung zu sprechen, dass wir 5 Dachfelder haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Und pro Feld sind ja meistens 8-mal Stroh. Also nehmen wir mal 40 Stroh mit.
55, na, Stroh ist nicht allzu schwer. Akzeptieren, nehmen wir mit. Und Rundhölzer, die nehmen wir uns hier vom großen Haufen. Hier von. So, da schnappen wir uns mal so ein 25er Pack. Das sind wir aber maßlos. Das könnten wir doch schaffen. Wie spät haben wir es denn? 8.51 Uhr. Ach ja, das ist eigentlich noch eine ganz gutes Gewicht, mit dem man laufen kann. Oder? Was meint ihr? Aber wir sind schon recht langsam unterwegs. Ne, wir schmeißen mal jetzt hier was. Wir müssten wegwerfen. 19 Kilo, 20 Kilo. Also sind das 8 Rundhölzer, ne? 2,5, wie ich denke. Ja. 8 Stück werfen wir weg. Nee. Na? Rundholz. X. 8 Stück. Hier. Perfekt, jetzt sind wir nicht mehr überlastet. Denn was wir noch brauchen, können wir uns noch üben. Können wir uns noch üben schlagen, oder? Steine brauchen wir keine. Ja. Können wir uns doch ein bisschen schneller bewegen. Da oben ist es. Da oben ist die Stelle. Oder? Ne, hier ist er. Hier ist die Stelle. Hier ist die Stelle. Perfekt. Oh, was ist das? Eine Schaufel. Und Ton. Heißt im Auge überlastet. Aber wir werden ja gleich wieder entlastet, wenn wir unseren Grabungsschuppen hier herbauen. So. Perfekt. Die Bären wollte ich aber nicht zerstören. Verstellen wir mal. Wie sagen die Fruchtländer? Wir stellen das Ding mal hier auf der Hucke. Ja. Also, Kuh. Quatsch. Was machst denn du bitte, Senior? Gewinnung. Grabung. Wird doch schon grün. Perfekt, steht das doch hier, oder? Lassen wir so. Eingang ist hier, jawohl. Den Hammer hatten wir dabei, haben wir gesagt. Haben wir auch ein paar Stecker, falls uns, müssen wir welche sammeln, falls uns der Hammer flöten geht. Da ist nämlich bloß noch 14%. Auf die 3 legen wir uns den. Gut. Aber wir suchen uns gleich mal noch ein paar Stöcke hier zusammen. Und machen uns gleich mal noch einen Hammer zurecht. 10 Stöcke brauchen wir. Das sollte ja eins unserer leichtesten Übungen sein. Hier 10 Stöcke zusammen zu lesen. Na, nehmt ihr es hier. Komm. 8. Erst noch so ein Reiser. 11, gut, können wir schon unseren Hammer bauen. Ein Hammer. So, legen wir mal los. Mit 3. Ach ne, sind plus 4. Sind plus 4. Können wir aus Dach schon mal machen. Und also haben wir noch 8 einstecken. Perfekt. Jetzt war er kaputt. So, wie viele Rundhölzer haben wir noch? 4. Da kriegt man hier hinten die Wand fertig. So, jetzt brauchen wir noch mal, hier brauchen wir noch mal 3. Hier brauchen wir noch mal 3. Hier 3 und hier 3. Sind 12. 12. Da holen wir doch die Axt raus. Und legen mal 4 Fichten um.
Aber die Stüppen lassen wir stehen, die können ja ruhig wieder wachsen. Eins. Zwei. Ja, die Stüppen bleiben stehen. Die sollen nachwachsen. Drei. Vier. Perfekt. Baum hält nicht. Doch, in die falsche Richtung. So, zerlegen. So, müssen wir uns mal ausgucken, wen wir hier reinstecken. Leute, können wir uns, glaube ich, keine holen jetzt. Wir brauchen jetzt, glaube ich, 700 Reputation, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Müssen wir mit unseren, den Platz mit unseren Leuten besetzen. So, 12 Rundhölzer. Sieht jetzt zwar ein wenig kahl hier aus. Das geht noch. Aber wir bauen jetzt. Wir haben den jetzt gleich. So, fertig. Gut, jetzt nehmen wir hier noch Barbären mit. Den ernten wir gleich mal noch ab. Die Bären hier, die schmeißen wir gleich im Lebensmittellager in die Eck. Wir haben neuen Dinger. Zeigt unsere Uhr, na, es ist noch nicht mal Mittag. Da liegen wir ja sehr gut in der Zeit. Können wir noch mal nach Denika runter. Mal schauen, was da los ist. Ob wir da noch irgendwas handeln können. Oder ob, ja, vielleicht können wir sogar noch ein paar Messer oder sowas bauen. Ich habe sie noch die Speere drin, die wollte ich mal loswerden. Dass wir mal so den Krempel noch wegschaffen, den wir absolut nicht mehr gebrauchen können. Und auf dem Rückweg vielleicht noch ein paar Wildschweine schießen. Wir müssen ja sowieso. Müssen wir Wildschweine. Ach nee, Hirsche müssen wir schießen. Für unsere Jagd. So, jetzt flitzen wir mal hem. Und schaffen unsere Bären weg. Und schauen gleich mal in unser Management, wen wir hier einsetzen. Da könnte man eigentlich auch einen Weg anlegen hier. Rüber. Wir könnten eigentlich auch einen Weg anlegen hier rüber noch. Auf den großen Weg. Das müssen wir uns mal überlegen. Warum steht der hier? Im Dings rum. Was ist denn mit dem? Der hat keinen Beutel. Wenn er mich jetzt verirren. Wir haben doch Taschen gemacht. Wir haben doch Taschen gemacht, oder nicht? Verstehe, wer will. Wir haben 5 einfache Taschen drin. 4 waren drin. 3 haben wir gemacht. Sind 8. Ne, 7, Entschuldigung. Sind 7. 15, Alter, haben doch. Wieso hat er keine Tasche? Braucht er den komischen Stoffbeutel oder was? Ich weiß es jetzt nicht. Oder bist du so ein fauler Sack, dass du nichts machen willst?
siehst du nämlich auch schön so aus, als ob dich kein Verlass ist. Verstehe ich jetzt mal nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, der Gardumir. Er hat keinen Beutel. Warum, weiß ich auch nicht. Da ist doch... Verstehe ich nicht. Das sieht aber aus wie so ein Stoffbeutel. Wenn wir aus Leinen machen müssen. Leinen und Leder wohl. Ne, das machen wir jetzt nicht. Der eine hat doch hier. Der steht doch. Verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Wieso hat er... Der hat doch auch diese Leinen, diese Ledertasche. Gerwin, und der seht jetzt? Alles klar, da lassen wir den sehen. Da lassen in der Ecke stehen, den Spinner. Entschuldigung, aber das ist so. Was selten, dass du willst, eine extra Wurst, einen extra Beutel haben oder was? Nee, nee. So, wir wollten die Beeren, wollten wir ins Lebensmittel nachschmeißen. Muss überhaupt mal gucken, was die so gemacht hat. Was die so in der Taverne gemacht hat. War verschleimt. Haben wir den her? Haben wir den irgendwo als Belohnung gekriegt? Kann natürlich sein. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo wir den Haarverschleim her haben. Bei welchem Quest? Na ja, ist gut. Wir haben den Haarverschleim. Dann lassen wir den, tun wir mal ins Lebensmittel. Dann kann sich einer reinziehen, wenn er ihn braucht. So. F, da geht ja rein. Gebratenes, nur noch ein gebratenes Fleisch. Wieso denn das? Naja, gut. Die sind sowieso ein wenig langsam. Also, du machst noch fix rein. Die 87er. FEF 33 Fleischbraten. Müssen wir ja wohl. Nicht, dass uns hier die Leute revoltieren, weil wir nichts zu essen haben. Das ist. Wäre weniger schön. Wieso steht ihr dort hinterm Dresen und macht nichts? Haben wir der gesagt, dass die Fleisch machen soll? Ich denke schon. Wir braten jetzt erstmal das Fleisch. 33 mal Fleisch brate ich. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Fleisch ist gebraten. Das schaffen wir mal fix. Das Lebensmittellager. Und dann werden wir mal was sehen, was wir noch veranstalten halt. Wir müssen ja auch zwei gebratene Fleisch hat sie. Oh, die hat mal Fleisch gebraten. Das gibt's doch gar nicht. Wie kommt denn die dazu? So, ich nehme jetzt auf alle Fälle die 33 hier rein und ich habe ja noch 22 mal 50%iges Einstecken. So, Stroh haben wir auch noch drin. Räumer raus, die Stöckchenräumer raus. Hellen, die Federn. Stöckchen. Den Ton, was wir gefunden haben, das Stroh. Und die. Das war doch eine Eisenschaufel. Eiserne Schaufel. 81%. Die tun wir mal raus, falls unser Kollege, den wir jetzt einteilen, in eine Schaufel braucht. Da haben wir schon erstmal zumindest eine hölzerne, eine 76er und eine 80er Eisenschaufel. Wenn er eine braucht, wird er als erstes die hölzerne nehmen. Die NPCs nehmen nämlich immer das Werkzeug mit dem geringsten Zustand. Und die unterscheiden nicht nach Wertigkeit des Werkzeuges. Also Eisenschaufel ist eigentlich mehr wert als eine Holzschaufel. Aber hätte die Eisenschaufel jetzt 76% und die hölzerne 81%, würden sie zuerst die eiserne nehmen, weil die ja weniger Prozent hat. Also soweit, so intelligent ist das Programm nicht, dass es noch nach Wertigkeit der Werkzeuge unterscheidet. Nur nach Prozent. So, also wird, wenn er welche braucht, die 76er Holzschaufel nehmen. So, vier Hämmer hat sie jetzt auch inzwischen da drüben.
3 Steinmesser, 6 Steinäxte haben wir. Gut, müssten wir eigentlich Steinhacken haben wir auch noch. So, ich merke aber gerade, ich habe die Wintersachen noch an. Da werde ich mir fix heimlaufen und mir was Leichteres anziehen. Etwas Dünneres, nicht dass wir hier noch ins Schwitzen kommen. So. Und jetzt erst das die Sachen wechseln und dann werden wir. Also, reiße ich mir das Hemd nochmal raus aus der Truhe, den Strohhut und die Schuhe. So, und wir werden ablegen die Tunika, die Fellstiefel, nicht den Rucksack, die Fellstiefel und die Pelzhaube legen wir ab. So, und wir nehmen aber auch gleich hier mal die Speere mit. Den Speer nehmen wir mit, damit wir die verkaufen können. Ja, wo hat er die jetzt? Ah ja, oben, alles klar. Nicht weit genug hochgescrollt, alles klar, gut. Die zwei und den Knüppel, den verhökern wir. Ah, den brauchen wir im Moment jetzt auch nicht. Da wiegt immer ein 1,5 Kilo und nimmt uns bloß sinnlos Stauraum weg. Brauchst du erst, wenn du Schweine hast, brauchst du so einen Knüppel. Dass die Schweine eins mit dem Knüppel drüber gezogen kriegen, wahrscheinlich. Gut, jetzt ziehen wir uns aber auch was an. Nicht, dass ich jetzt wieder, ja, sie hätten mal sehen schönen Bauchnabel, das war ja nackig durch die Gegend flitzen. So. Wir setzen uns den Strohhut wieder auf. Das Hemd ziehen wir an und seine Schuhe. Wir hätten auch ein paar Stiefel anziehen können. Wir haben auch noch ein paar Stiefel in der Truhe. Oh ne, wir bleiben so, wie wir sind. Gut. Und jetzt laufen. Was können wir irgendwas noch? Ja, wir könnten doch mal noch ein paar Messer machen, oder? Wie spät haben wir es? 15.10 Uhr. Ja, wir bauen uns jetzt mal noch fix so 10, 15 Messer. Werden wir machen, 15 Messer. 30 Steine. 30 Steine. Habe ich hier 30 Steine. F. 30 wollen wir plus. Akzeptieren und dazu brauchen wir 75, ne? 75 Stöckchen. F. Na, probieren wir, ob wir richtig rechnen können. 86 nicht. Ich glaube 5 waren es pro Messer. Akzeptieren, werden wir gleich sehen, ob er uns anbietet, dass er 15 Messer macht. Genau. So. Ich verabschiede mich nochmal ganz kurz. 15 Messer. Dann sehen wir uns wieder, dann laufen wir nach Genika. So, 15 Messer sind fertig. Wir haben 16.05 Uhr, noch eine gute Zeit, um noch Manöver nach Genika gelaufen. So, wer steht jetzt hier? Das ist der Gerwin. Der Gerwin, der arbeitet immer noch. Und der Gadomir verstehe ich nicht. Ehrlich, muss ich wirklich sagen, ich verstehe nicht, warum der kein Beutel nimmt. Gut. Muss ich mal bei Steam nachfragen. Also ich habe das so irgendwie gelesen, die nehmen beide. Und wenn diese einfachen Taschen da sind, nehmen sie zuerst die einfachen Taschen. Und dann nehmen sie die Beutel, die wir aus den Leder- und Leinenfäden machen müssen. Oder Leinengewebe. Zwei Leinengewebe brauchst du da wohl. Und zwei Leinfäden. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, was man da, aber das sind die wir für 50 Geld diesen Blueprint kaufen müssen. So, Leute, gucken wir mal, was hier los ist. Haben wir hier noch jemanden, den wir ansprechen können? Was macht denn ihr hier?
Ulrika, was macht denn ihr hier? Wie alt ist die? Ist 18, guck mal an. Hast du in letzter Zeit was in Gostovia, habe ich gehört. Dort hat jemand eine Aufgabe für dich. Ja, ja, das ist der Unigost. Oder Neder. Entweder Unigost oder vor Alwin. Aber ich stelle mir, das wird der Unigost sein. Gucken wir mal in unserer Alwin. Sprich mit Alwin, alles klar, gut. So, Poznan. Guck mal an. Der hat auch nichts für uns. Willst du denn nichts? Und wir haben Ide von. Was war das jetzt? Was machen die denn hier von Gespringen? Die flitzt ja hin und her, also. Bin ich dir irgendwie im Weg? Eigenartiges Verhalten. Sitzt sie jetzt ganz still und ruhig oder springt sie gleich wieder auf? Geh mal hin. Ich habe eine neue Siedlung. 700 Reputation, alles klar. Hornika, braucht jemand deine Hilfe? Na ja, gut, können wir. Machen wir aber nicht. Jetzt rennen wir nicht nach Hornika. So, dann schauen wir mal. Wo ist denn die Hütte von der. Mal von der. Mathilda, hier ist er doch. Hallo, Mathilda. Das Wort steigt auch gleich auf den Schemel drauf. Ja, was ist denn jetzt? Ja, du kriegst erstmal den Speer. Dann kriegst du nochmal diesen Speer. Und dann kriegst du jetzt noch 15 Steinmesser. 21 kriegen wir jetzt für so ein Steinmesser. F, E, F. Ja, haben wir noch was für dich zu verkaufen? Nö. Nein, mehr gibt's nicht. Gebratenes Fleisch 22 Mal. Ja, das können wir verkaufen. Wir haben noch genug zu Hause. Wir kommen bis nach Hause. Und tschüss. So, also haben wir uns doch nochmal vergewissert, dass wir 700 Reputation brauchen. Alles klar. Oh, das war jetzt ein komisches Verhalten. Und der Ide von Sae, die da zum Sitzen gekommen ist. Wir nehmen aber hier gleich mal die Bären mit. Die in Denizia, die blicken sie ja eh nicht. Dann haben wir noch die mit. Die schmeißen wir bei uns auch wieder in die Ecke. Und wir können ja mal hier oben lang gucken. Und den nächsten Tag, ehe wir nach Gostovia aufbrechen. Was sappelt immer so, wenn du die Bären pflücken willst? Das ist auch noch irgendwie ein Bug. Das kann man nicht genau erzählen, dass das jetzt immer der Wind ist. So wie die hier hin und her zittern. Da müssten sie auch noch mal Hand anlegen, unsere Entwickler. Ja, es gibt noch viele kleine Baustellen, aber das wird dann schon irgendwo vor der finalen Version wird das bestimmt irgendwann noch gemacht. Ich bin ja eigentlich gespannt, wann die finale Version kommen soll. Ich habe sowas gehört, dass das wohl im dritten Quartal soll das Spiel dann wohl so weit fertig sein, dass es offiziell bei Steam verkauft wird. Dass es dann fertig, als fertig deklariert wird. Und dann werden natürlich noch irgendwelche Patches kommen, ist klar. Vielleicht machen sie auch noch ein paar DLCs, dass Erweiterung per DLCs kommen, das wäre auch nicht schlecht. Lassen wir uns überraschen. Diesmal sind ja auf alle Fälle schon Händler dazugekommen. Also wir können, wenn wir sie freigeschaltet haben, ab dieser Version können wir Verkaufsstände in unserem Dorf aufbauen. Dass wir unsere Lebensmittel verkaufen können und Klamotten verkaufen können und Werkzeuge. Ich weiß nicht, ob das dann unsere Leute kaufen.
Oh, jetzt habe ich nichts. Doch, ich habe doch eine Flasche dabei. Jetzt hätte ich bald vergessen, was zu trinken. Hat schon geknackert jetzt. Ah ja, gut. Bis hierhin schaffen wir es. Wir haben noch einen großen Schluck drin. Ja. Vor lauter Gequatsch hätten wir jetzt bald noch vergessen, was zu trinken. Jedenfalls können wir Händler, fahrenden Händler soll es auch geben. Das sind dann wohl die Händler, wo wir Sachen einkaufen können, die wir zum Beispiel unserer Frau schenken, wenn wir da ein Geschenk machen wollen. Ich weiß nicht, ob wir auch noch anderen Leuten, anderen NPCs ein Geschenk machen können. Und wir werden sehen. Ja. Ja, gut. Bin jetzt mit Absicht hier hinten lang gelaufen. Will jetzt nicht unbedingt noch irgendeinem Keiler über den Weg laufen. Brauchen wir heute nicht noch. So, aber unser... schauen wir mal ins Management. Unser Flachsfeld. Ja, das ist... Das ist... fertig. Gut. Und jetzt hat er auf einmal, jetzt wenn man scheint, ist die Sache erledigt. Es ist gesät und da braucht der Gadumir auch keinen Beutel mehr. War doch bloß ein Trick. Da war doch bloß zu faul, was zu machen. Könnte man fast denken. Ich hab keinen Beutel, ich kann nichts machen. Ich stelle mich mal hier in die Scheune und warte, bis der andere fertig ist. Den stinkt es wahrscheinlich, wenn man in der Landwirtschaft ist. Halt, wir nehmen nochmal, wir unterstützen nochmal unsere Köche in der Taverne. Wie spät haben wir es? 19.55 Uhr. Gut, da können wir nochmal hier rein. Wir nehmen uns mal noch 46 Fleisch mit und werden das zu Hause noch mal braten. Zu essen brauchen wir jetzt nichts. Oder wir braten uns schnell zwei, drei Stückchen Fleisch. So, und jetzt trinken wir einen Schluck. Die Flasche haben wir erstmal wieder gefüllt. Wir werden das jetzt aber nicht zu Hause braten, sondern wir stellen uns hier in die Kneipe, in die Taverne. Ja, anzünden. So, meine Freunde, wir brasen mir da brät jetzt nochmal das ganze Fleisch, die 46 Mal. Und dann geht er auch zu Bett. Und wir sehen uns dann zum nächsten Abenteuer wieder. Alles klar. Tschüss. So, also mir hoffentlich kriegst du keinen Ärger mit deiner Malvina, dass du hier in der Kneipe noch stehst und Fleisch braten tust. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.